So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zur Toad War Saga Troy. Mit einer wunderschönen Aussicht auf das Peloponnesische Meer. Wir schauen mal. Alas, okay. Reichlich Bevölkerungsüberschüsse, ein deutlicher Beweis dafür, wie gut es den Leuten bei uns geht. Oh, meine Stimme ist ja noch gar nicht. Schi. Errichtete Gebäude, Militärlager, Platz des Ufers, großer Steinbruch, Schreinermeister, Schreinermeister, große Abbrücke und einen Schreinermeister. Das mit meiner Cam wird langsam immer wilder, gell? Das wird langsam gerettet außer Kontrolle, muss ich sagen. Du musst dann doch nochmal genauer schauen. Oh, ich wusste gar nicht. Ich wusste ja gar nicht, dass... dass wir noch gar nicht alles gemacht haben. Ah ja, stimmt, wir mussten ja die Runde so schnell beenden, weil das Spiel abgeschissen hat. Stimmt. Da kann ich mich dran erinnern, ja. So, wir haben den Rivalen ermordet, sehr schön. Wie steht jetzt um unsere gutherzigen Priesterinnen? Ritual der Erhebung, unbedingt. Ich habe einen kleinen Tee gemacht. Für diese 2-Stunden-Session jetzt. Artemis ist tatsächlich gut. Artemis, damit kann ich grundsätzlich was anfangen. Und Athene, damit können wir gar nichts anfangen. Wunderbar. So. Odysseus, schau mal kurz hier hoch. Ich glaube, da sind nicht mehr viele Leute drin, oder? Auf geht's. In Athenas Name. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir hätten vielleicht mal Athena oder Athene mehr Aufmerksamkeit schenken. Great deeds await. Jetzt können wir die nicht angreifen. Das ist natürlich schon ein Problem. Der wird wahrscheinlich Ciralon angreifen. Gehen wir mit Agenon mal hier hin. Und was mir auch nicht gefällt, ist, dass die hier unten derartig aufrüsten. Was für ein... Läuft schon wieder in die Nase, ich muss schnell schneuzen. Irgendwann schneide ich mir die Nase einfach ab. Ganz spontan. Das wird mitten in der Aufnahme passieren. Einfach. Oh. Gut. Er ist in der Stadt. Nee, ich muss jetzt nicht niesen, oder? Doch. Ihr seht, die Aufnahme ist unter einem guten Stern. Die ist unter einem richtig guten Stern. Ich bin nicht krank. Ich bin 0,0 krank. Aber das ist bei mir immer in der Früh so. Da schneuzt er einmal, dann läuft er die Nase, dann musst du niesen, dann schneuzt er wieder. Es ist ein Teufelskreis. Es ist ein absoluter Teufelskreis. So. Die hauen wir jetzt weg. Ruckzuck. Und ich nies mich nochmal schnell aus.
Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Das ist, es ist einfach jeden Morgen so. Seid einfach dankbar dafür, wenn es euch nicht betrifft. Es ist jeden Morgen dasselbe Theater. So. Nehmen wir einen Schluck Tee. Scheiße. Naja. Anchialos. Ja, tut mir jetzt leid, dass du mein Niesattackenfrust abfängst. Aber manchmal läuft's einfach nicht. Also bei mir läuft's gerade massiv, aber an der falschen Stelle. Den Göttern sei Dank! Verstärkung! Ja, Gott sei Dank haben wir gegen den Haufen noch eine Verstärkung bekommen. Das ist die Garnison, oder? Hier. Jungs, ich glaube. Stellt euch mal hier hin. Und falls die an euch vorbeikommen, dann haut ihn auf die Fresse. Aber ich glaube nicht, dass da was passiert. So. Ihr Lieben, da vorne sind doch die Ersten. Ja, die werden sich jetzt hier im Wald verstecken, okay. Ziehen wir uns doch einfach ein paar Meter zurück. Weil spätestens hier sehen wir sie ja dann. Jetzt ist das Ganze voll. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, der Block, auf dem ich immer meine Notizen mache, ist voll. So ein Scheiß. Oh nee, und die kämpfen nebenbei. Was ist denn heute Morgen los? Was ist denn los? Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Das ist ja Wahnsinn. Vielleicht hier rüber. Mei. Warum denn? Sorry, ich habe jetzt versucht, alles nebenbei noch zu regeln. Ich habe hier Tee verschüttet. Habe nebenbei noch versucht, hier irgendwie das alles zu regeln. Und habe halt leider nur zwei Hände, gell? Ich stelle den Tee jetzt direkt auf. Alles ist voll. Ah. Doch, eigentlich schmeckt der Tee gar nicht so schlecht. So, all die finstere Miene jetzt weg, Junge. Was ist los? Ich hatte so Bock auf die Aufnahme. Ich lasse mir das doch nicht von ein bisschen Geschneuze und ein bisschen Tee versauen. Hat er jetzt gerade Aristie gezogen? Zange nehmen und ihr ihnen nicht helft? Ist das die Möglichkeit? Eure Krieger verlieren den Mut. Welche? Ja, okay. Kann man verstehen, wenn man gerade in die Zange genommen wird von dem Riesenhaufen. Er haut sich ganz gut rein mit seinen Leuten, ja. Eure Krieger wurden in die Flucht geschlagen. Aber jetzt gibt er auf.
Naja, er hat sich ganz... Er hat sich ganz anständig in die Bresche gehauen, also... Muss man schon mal auch ein bisschen Respekt zollen. Bring ihn mal um, bitte. Hades hat den feindlichen Helden zu sich geholt. Ich mag's einfach lieber, wenn zum Schluss diese Todessequenz angezeigt wird. Aber wir sehen, ne? Er hat fast... Also wir haben nur etwas weniger Verluste als er. Ja, füll mal deine Einheiten auf. So. Mein Freund. Ich war am Überlegen, wie ich es mit dir am dümmsten mache, aber ich glaube, ich schicke dich tatsächlich hier runter. Ich glaube, ich schicke dich tatsächlich da runter. Nach Paktür. Wir haben jetzt keine Notwendigkeit, die Mühe in den nächsten Runden irgendwie wegzuhauen. Das hier oben wird... Wir werden die Stadt verlieren. Mein Gott, das ist halt so. Sag mal, jetzt reicht's dann aber echt. So viel kann gar nicht aus einer Nase kommen. Das ist biologisch gar nicht drin. So. Odysseus, Fokus. Jetzt. Ah ja. Du wolltest ja hier helfen. Da war ja was, mein Freund. Agenon, du bist hier oben. Garnison ist halt auch noch geschwächt hier oben, gell? Ne, die ist wieder fit. Great deeds await. Your cause is mine. Ich würde gern was probieren. Es geht aber nicht mehr. Okay, scheiß drauf. Ich hätte ihn gerne in Lauerstellung gestellt, aber irgendwie geht das nicht. Da braucht man eine gewisse Anzahl von Ausdauerpunkten. So, Melanippos ist immer noch am Erholen. Der Gute. 14er Garnison, 15er Garnison. Da hinten ist Kos. Okay, pass mal auf. Du? Marschierst hier rüber mit Melanippos. It will be epic. Keep together. War makes the man. Sie sind ja halt auch halb K.O. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit verbringen, bis wir da weitermachen. Was mich irgendwie nicht so geil macht, weil die haben hier oben gerade schön den Typen abgezogen, den Menoites. Gibt's eine Möglichkeit? Ist schon eher kompliziert, das so zu machen. My weapons are keen. Ja, gut, müssen wir dabei wieder lassen. Bei Sandros Peralos. That's not an option. Warum erholt er sich? Der ist auf Ka- I'll make my mark. That's clear enough. Warum erholt er sich? Der ist nicht auf seinem eigenen Land. Defeat is unacceptable. I know their weaknesses. Call upon them. Show no fear. Okay, die haben jetzt mittlerweile keine Chance mehr. Dann greifen wir da an, Freund. Greif da.
Boah, ist eine richtig schwierige Stadt. Richtig schwierig, weil wir überall eigentlich 4 Wachtürme haben. Ganz, ganz krass. Ich weiß nicht, habt ihr das Problem auch manchmal? Dass ihr niest, dann schneuzt ihr natürlich. Jetzt wird's hell, komm. Ihr niest, ihr schneuzt dann, weil es euch einen Rotz runterschießt. Und dann müsst ihr wieder niesen, weil das Buch, das dadurch provoziert wird, so bescheuert, es kotzt mich an. Lasst uns versuchen, den Schwachpunkt hier drüben zu nutzen. Den Göttern sei Dank! Verstärkung! Ja, okay, das mit dem Schwachpunkt hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Kommst du hier bitte rüber? Der Sieg! Ist zum Greifen nah. Noch ist hier gar nichts. Ach. Geht schon. Geht schon. Wir sind im Krieg, Freunde. Also wenn ich jetzt einmal vergesse, das Mikro auszumachen, während ich mal hochziehe oder so, dann bitte nehmt es mir nicht übel. Es ist gerade wirklich anstrengend. Ich werde auch nur eine Stunde aufnehmen und werde dann eine kurze Pause machen, weil es ist sonst aussichtslos. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Lass mich nicht unterkriegen. Auf geht's hoch da. Schlagt euch durch. Hier zum Kampf gegen so, wo sind deine Schwertkämpfer? Ihr habt den feindlichen Turm eingenommen. Sehr schön, der erste Turm gehört uns. Ich will eigentlich meine Schleuderer nicht zu nah ranbringen. Zumindest solange der Laden hier nicht uns gehört. Könnt ihr da rüberschießen auf den Kommandanten? Ich glaube, davon hätten wir tatsächlich mehr.
die haben jetzt langsam mal Probleme, weil sie ganz schön unter Beschuss genommen werden. Können wir die hier rüber schicken, so? Ich wollte es eigentlich nicht. Aber jetzt mache ich es dann doch. Fordere ihn doch mal heraus. Fordere ihn noch mal richtig heraus. Oh, der hat schon arrestiert. Das funktioniert irgendwie nicht ganz. Zumindest nicht so, wie ich mir das wünsche. Geht mal einen Schritt zurück, dann habt ihr, glaube ich, einen besseren Einschlagwinkel, Freunde. Ah, vielleicht wird es doch schwieriger, als ich gedacht habe. Vielleicht wird es doch ein bisschen anspruchsvoller. Klettert mal hier hoch. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Oh, das ist nicht so schlimm. Eigentlich wollte ich sie ja in die Zange locken und jetzt haben sie uns in der Zange. Das lief nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir stellen uns hier auch... Warte. Zieh mal beides und dann teil mal ein bisschen aus hier. Ich glaube, der verreckt da oben, wenn der so weitermacht. Leute, wir stellen uns hier nicht sehr gut an, muss ich sagen. Hm. Sind natürlich auch zwei unerfahrene Einheiten, ja. Aber trotzdem. Ich bin eigentlich auch dafür. Ich muss schon sagen, dass ich eigentlich auch eher dafür bin, dass auch so Türme begrenzte Schusszahl haben. Was machen die denn? War jetzt nicht eure beste Idee. Okay, Fokus. Ach, der ist auf seinem Ach, der hat ja diesen Wagen. Das war eine meiner größten Fehlentscheidungen, diesen Wagen zu nutzen. Ich schick mal ein paar Einheiten davor. Okay.
Okay, er hat jetzt auch Aristil. Ey, wie scheiße läuft's denn da eigentlich? Eure Krieger verlieren den Mut. Glaube ich nicht. Es gibt's ja nicht. Sag mal, warum haben wir denn da gar keine Chance gegen die? Also auch gegen die Nahkämpfer. Eure Krieger wurden in die Flucht geschlagen. Feind hat euren Turm übernommen. Ja, scheiße, gell? Dass wir hier keine, also wir sehen ja gerade gar kein Land gegen die. Renn das Tor ein. Jetzt glaube ich, habe ich sie in den Tod geschickt. Okay, es kommen jetzt unendlich viele Beile und Schleudern. Wird einer unser... Aber die kämpfen auch schlecht. Also wir haben uns jetzt keine mega ausgeklügelte Strategie ausgedacht. Okay, ja. Aber unsere Leute kämpfen halt auch wirklich massiv schlecht. Eure Krieger greifen die Tore an. Mal schauen, wie schnell der da durchkommt. Sie fliehen in die Stadt rein. Finde ich gut. Ja, das funktioniert jetzt schon grundsätzlich. So langsam kriegen wir unsere Füße rein. Eure Krieger sammeln sich. Jo. Was macht ihr denn da? Oh Gott! Oh Gott! Weil die KI sie so scheiße steuert. Oh. Ihr elenden Idioten. Bei Ares, eure Krieger sammeln sich. Ja, am besten stellt ihr sie direkt vors feindliche Tor, bitte. Komm, sie haben das Tor aufgerissen. Das gibt's ja gar nicht. Doch, das gehört uns. Mei, du Wahnsinn, was hier abläuft. Wirklich. Ihr habt die Tore fast eingenommen. Unser Held ist tot.
Du spinnst ja, oder? Oh mein Gott, was war das für eine miese Schlacht? Oh, die wird so schmerzhaft sein. Bald gehört der Siegpunkt des Feindes euch. Also bei ihnen bricht jetzt so langsam die Moral zusammen, aber wir haben auf jeden Fall einen Helden verloren. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße, Freunde. Na, wir haben eine Einheit verloren, eine Krieger von Ithaka Einheit, aber der Rest hat überlebt. Okay. I am well rewarded. War is in my blood. Loyal to the last. Great deeds await. Always with honor. Your tactical advantage. Meine Fresse. Rüstungsdringender Schaden. Nahkampfschaden. Ah, mach mal schwere Waffe. Je mächtiger das Werkzeug ist, das man in der Hand hält, desto vernichtender ist der Schlag, den man ausführt. Okay, Eritrea gehört uns. Sehr schön. Jetzt habe ich gerade kurz gedacht, dass es meiner Nase ein bisschen besser geht. Und auf einen Schlag zwickt so richtig hier rein. Ich will, dass wir uns darauf vorbereiten, früher oder später in Skyros einzufallen, okay? Great deeds await. Okay, Freunde. Wisst ihr, um was es geht? Gut. Moment. Ich will, dass dieses Skyros uns gehört. Weil das hat uns nämlich einiges gekostet, dass wir ihnen das überlassen haben. Beziehungsweise die Spartaner. Wir sind da eigentlich relativ gut aus dem Schneider, aber die Spartaner haben da gut dafür gesorgt, dass die damit noch einiges anfangen können. Ja. Nein. Ja. Und definitiv. Das wären aber eigentlich nur Peanuts, gell? Komm. Wenn sie angreifen, dann sind die halt weg. Aber wir haben so einen Überschuss an Baumaterial. Euböa. 160. Erstmal die dorischen Arbeiterzelte. Wir brauchen weiterhin Nahrung, Freunde. Leckerer. Unbedingt. Das war jetzt ja richtig dumm. Schauen wir mal, ob wir uns noch ein bisschen Gold erhandeln können. Vielleicht bietet sich ja was an. Gold, das ist mir zu wenig, um diesen Handel einzugehen. 4,4.
wird wieder schlechter, glaube ich. Talking now, Void Sun. Ich glaube, es wird wieder schlechter, das Verhältnis zu den Spartanern. I look forward to hearing you out. Auch wenn ich langsam nicht mehr begreife, woran es liegt. Was wollt ihr denn dafür haben? 1000? 3000? Es ist mir halt die 60 Gold nicht wert. Ich will von denen alles Gold haben, wenn wir so einen Vertrag eingehen. Aber 60 ist es mir nicht wert. Boah, werde ich krank. Ich habe so ein bisschen Kopfweh gerade jetzt auch. Kann natürlich durch das ständige Geschneuze und hin und her sein, das ist schon möglich. Fühlt sich gerade komisch an. Gut, Freunde, wir können jetzt gerade nichts machen. Wir dürfen gespannt sein auf die nächste Runde. Es wird, glaube ich, wild. Ich glaube, es wird sehr wild. Entschuldigung. Entschuldigung, genau das wollte ich verhindern. Okay, krass, Freunde. Achilles hat sich gerade auf den Weg nach Skyros gemacht. Das ändert einiges. Und den schickt er auch noch hin. Dann ist Skyros doch nicht so unantastbar. Das wäre überragend. Dann könnten wir die drei Armeen, die hier unten sind. Ich glaube, wir brauchen sie am ehesten im Norden. Ich glaube, dass sie da am wichtigsten sind. Besonders hier bei der Insel. Ausgesprochen. Hey, der ist auch Amphidamas. Wie witzig. Und er flieht jetzt. Polydoros flieht aus Angst vor den spartiatischen Armeen. Sehr schön. Einerseits gut, andererseits natürlich schlecht. Weil unsere Konföderation in weite Ferne rücken wird, schätze ich mal. Freunde.
Es ist nicht leicht. Aber die Lüge haben aufgehört. So, sie sind jetzt auch spannend. Sie werden wahrscheinlich Polyogni einnehmen. Nee, sie greift an. Woher nehmt ihr das Geld? Woher nehmt ihr die Nahrung für diese Einheit? Woher? Niemand bezahlt euch. Ködern sie uns mit Gold. Sie ködern uns mit Gold. Sie wissen schon, was wir brauchen, um unsere Städte auszubauen. Kein schlechter Schachzug. Sag mal, wie rot unterlaufen sind meine Augen? Boah. Ja, eigentlich bin ich top mit. Ich bin aufgestanden, hatte so ein geiles Gefühl, dachte mir so, yes, jetzt erstmal 2 Stunden Total War Saga und so. Ich setze mich hier hin und meine Nase bricht vollkommen zusammen. Ist hier irgendwas? Wie staubig. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Hat er nicht geschafft? Ja, genau. Das war zu erwarten. Okay. Das war zu erwarten, dass das passiert. Das war nicht optimal durchdacht von mir. Aber wir können dann mit Agenon die Stadt nochmal belagern. Odysseus belagert oben. Und dann sind die Thynier weg. Dann haben wir zumindest alle thynischen Armeen in einem Topf. Lies mir das gerade unten durch. Während sich zwischen Achäa und Sarpedons Verbündeten in Troja ein Krieg anbahnt, muss Sarpedon sich den Thronräubern stellen, die ihm seine kretische Heimat gestohlen haben und eine neue Zukunft des Wohlstands und der Macht für sein Volk schmieden. War Sarpedon nicht die ganze Zeit gegen Troja? Also zumindest bei uns jetzt hier. Schaut mal her, wir gehen darüber. Wir versuchen zumindest die rechte Flanke abzuwehren. Advance men! Onward, warriors!
finde es fast schon immer so ein bisschen gemein, so eine Schlacht zu schlagen, weil sie ist ja im Prinzip aussichtslos. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Kannst du dich eher auf die konzentrieren? Ist das möglich? Und die phrygischen Krieger haben wir schon mal abgewehrt. Schau her. Schau her. Ja, Kyknos macht sich auf den Weg zum Statthalter. Er ist stinke sauer, dass wir eine seiner Armeen aufgerieben haben. Tja, mein Freund. Brauchst halt nicht meinen, dass du hier einfach irgendeine Stadt einnimmst. Ohne auf anständige Gegenwehr zu stoßen. Euer Held wird angegriffen. Oh nö, oh, jetzt schießt mir gerade richtig rein. Oh, lüge ich denn? Oh. Nee, ich nehme nur eine Stunde auf, vergiss es. Ich rotze euch sonst 2 Stunden lang die Hucke voll, das muss ja nicht sein. Und ich schau aus, als hätte ich gesoffen. Nee, ich muss niesen. Eure Krieger wurden in die Flucht geschlagen. Eure Krieger verlieren den Mut. Ich sag's euch, wie es ist. Ich würde am liebsten die restliche Aufnahme komplett ohne Cam machen. Aber ich kämpfe mich da jetzt durch für euch. So wie unsere Soldaten sich hier durchkämpfen, kämpfe ich mich für euch durch. Es ist wirklich gerade nicht schön. Ich weiß, was da hilft. Also bei mir hilft da immer ein bisschen Wasser durch die Nase, weil das irgendwas hat sich da verkräuchelt. Tief ganz hinter. Und wenn man dann so ein bisschen Wasser schnupft, dann spült's das halt durch. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Deswegen hilft ja auch dieses ständige Hochziehen im Prinzip nichts. Weil das ist ja da irgendwo drin und bietzelt dann. Aber die letzten 10 Minuten, die bringe ich jetzt auch noch drüber. Und dann nehme ich die 2. Stunde auf. Oder schaffe ich das noch? Schauen wir mal. Er hat wieder tapfer gekämpft. Aber er nimmt's nicht ein. Oh mein Gott. Losrin Fichos, was machst du? Die Thynier beweisen auf jeden Fall gerade, aus was für einem Holz sie geschnitzt sind. Nicht für Nahrung.
nicht für Nahrung. Glückspilz Odysseus. Dieser Charakter wird vom Glück verfolgt, obwohl der Tod ihm auf den Fersen sein sollte. Vielleicht machen ihm die Götter den Weg frei. Plus 20% Wahrscheinlichkeit, dass ein Held einem Hinterhalt entgeht. Minus 20% Erfolgschance von feindlichen Agentenaktionen gegen diesen Helden. Meine Augen sind schon so zugeschwollen, dass ich nicht mal mehr die Tasten treffe hier. Errichtete Gebäude, Ausbildungslager, sehr schön. Dorische Arbeiterlager, Goldmine, Steinbruch, dorische Arbeiterzelt, Zyklopen-Zitadelle, Häuser der Holzfäller, Stadt im Wald und Schreiner. Leute, den Menschen hier geht's einfach gut. Odysseus. Show no fear. Ich will, dass du hier weiter belagerst. Ich will zumindest zwei Türme sehen, okay? Tu mir den Gefallen. Go at them. Tu mir einfach den Gefallen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ungefähr 10 Minuten. Always with honor. Argenon, sei meine Rache. Sei die Rache der Zivilisten. Der Vieh. On the march. Bring me victory. Jetzt stirbst. Kyknos. Jetzt stirbst. Du hast die. Eigentlich hast du so die wahre Gestalt deines Volkes, der Thynier, auf einem Silbertablett offenbart. Räuber. Räuber. Seeräuber, die einfach wirklich die ihre rechtschaffene Strafe vorgeführt werden müssen. Ganz einfach. Es ist nicht schwer zu erkennen, was das für Menschen sind. Wir bringen ihnen die Zivilisation. Wir bringen ihnen die Zivilisation. Alle Städte werden ausgebaut, umfangreich, groß. Den Göttern sei Dank. Verstärkung! Da, die gebeutelten Männer und Frauen aus den Dörfern kommen, um euch zu vernichten. Was würdet ihr behaupten, sagt es über euch aus? Ajakos, halt deine Leute zurück. Ihr müsst da nicht eingreifen. Agenon ist gekommen, um Rache zu nehmen. Das ist nicht euer Kampf jetzt. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Lasst es nicht zu. Euer Held wird angegriffen. Ich glaube, Agenon freut sich drauf, angegriffen zu werden. Glaub mir, da hat sich schon gefragt, wann es endlich losging. Wisst ihr, es ist so, wenn ihr Agenon begegnet, dann ist es vermutlich unangenehm. Dann ist es vermutlich unangenehm. Aber, wenn ihr Odysseus begegnet. Aber Agenon. Wenn ihr Agenon begegnet, den feindlichen Helden zu sich geholt. Dann ist der Zug einfach abgefahren. Weil der hat mit Abstand blutrünstigste Armee von allen. Will ich euch nur kurz sagen.
Die sind übrigens auch nur auf Nache gepolt, nur damit ihr es wisst, ja. Also die sind wirklich, die werden gerufen, wenn man die werden gerufen, wenn ein wirklich übles Verbrechen an Zivilisten begangen wurde und am Volk von Ithaka. Dann wird Agenon gerufen. Und dann willst du eigentlich nur noch hoffen, dass dir zufällig Ball durch die Rübe knallt, weil 48 Verluste, schau sie dir an. Und selbst die nimmt da einem übel. Top ausgebildete Männer und Frauen, hier die Sirenen auch. Gerechtigkeit in den Augen der Götter, Gerechtigkeit. Richtet sie hin. Onward we go. A seasoned warrior. Check the perimeter. Odysseus braucht da oben keine Hilfe, mein Freund. Cut them down. Spill some blood. In Athena's name. Nächste Runde greifen wir die Stadt an und dann war's das mit den Typen. Dann ist dieses nervtötende Thema endlich erledigt. So. Odysseus erledigt. Ups. Ist ja genau so ein Hirn. So ein Hirn ist. I always do my duty. I'll win or die trying. Beyond my skills. Okay. Phokos, das wird dir jetzt doing Hades work. Überhaupt nicht gefallen. Das Praise ist mir schon klar. Poseidon. Aber du musst los. Good das ist gar ready. Nicht Phokos. Du bist Phokos. Horsemen! Always with honor. Ich weiß, du hast dich auf deinen Kreta-Urlaub gefreut. Ich weiß. Ihr bleibt erstmal hier. Ist das jetzt der einzige? My weapons are keen. Du bleibst einfach da. Tu mir den Gefallen. Okay. Geht ein bisschen runter. Sehr schön. Hasekönigin haben wir noch. Dann gib mir doch mal unsere Agenten. Auch mal. Es ist einfach wichtig, Hector rauszunehmen. Das ist so ein Sonderheld. Aber das brauche ich euch jetzt nicht mehr zu erklären. Nicht nach knapp 100 Folgen. Ist hier irgendwas? Nee, gut, dann geh mal hier hin und richt einfach mal eine Zuflucht. Dann haben wir das Ganze auch. Oh, hallo, schöne Frau. Das ist so schön, wie wir das Land hier aufräumen. Es hat ungefähr 20 Anläufe gebraucht, gefühlt 100, aber ein Fehlschlag. 80% Wahrscheinlichkeit. Nicht schlecht, zählt schon unter Arbeitsverweigerung, oder? That's clear enough.
Also ein Angriff wäre bescheuert, aber ich denke, es ist ganz nützlich, hier zu sein. Aber halt überall zu starke Garnisonen, das ist total bescheuert. Ja, wir könnten hier an. Er soll erstmal da bleiben. Er ist da jetzt gerade gut aufgehoben. So, hier kommen zwei thrakische Armeen. Ich weiß nicht, ob die einfach ein bisschen pisst. I know my duty. Agreed. Great deeds await. Well versed in combat. Great deeds await. Experience counts. Strike them. Ich weiß nicht, ob die einfach ein bisschen pisst sind, wisst ihr? Annihilate them. New course. Da hätte es keinen kürzeren Weg gegeben. Okay, jetzt wurde auch hier Soldaten. Ja, passt. Master of the bow. Der wird hier nichts machen. Groß. Zu was gehört Groß? Ah, wir haben da einen Zufluchtsort. Und er, okay, macht Sinn. Pick it up. Also einen Schritt weiter reingehen willst du auch nicht, oder? A seasoned warrior. Ship docked. Impossible. Vergiss es. Die werden nichts machen. Du lädst aber deine Einheiten trotzdem auf. Okay. Groß gehört zu Melamphylos. Da gehören zwei. Das ist hier oben, gell? Das ist total bescheuert gemacht. Das ist das. Kalidnes und hier. Anstatt, dass man das da... Wie auch immer das eingeteilt hat, war nicht ganz sauber. Gut, Freunde. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Spül mal meine Nase richtig durch. Auch wenn es jetzt gerade geht, ich traue ihr nicht mehr. Und dann würde ich sagen, schauen wir, was wir mit den zwei Eumeln hier machen. War makes the man. Die Armeen schauen eigentlich wieder relativ fit aus. Zumindest fit genug, um Mylasa ins Visier zu nehmen. Loyal service. Fighting for Ares. Naja, eigentlich sind sie schon noch ganz gut K.O. Aber die Zeit, um sich zu erholen, wird kommen. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Ich freue mich darauf, wenn alles wieder ein bisschen glatter läuft und ich nicht die ganze Zeit schniefen muss. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich da weiterhin bei diesem wahnsinnigen Kriegsfeldzug. Weil der wird langsam geht's in die Vollen. Langsam geht's in die Vollen. Er will sich jetzt hier Skyros unter den Nagel reißen. Die Bithynier haben gegen uns aufgebäumt und werden jetzt endgültig vernichtet. Hier schauen wir, dass wir die Bithynier aufreiben. Die Thraker wollen unbedingt Frieden mit uns, den sie nicht kriegen. Sie bilden natürlich wieder zwei neue Armeen aus und da wahrscheinlich Vorbass. Okay. Es wird spannend. Bleibt mir gesund, meine Lieben. Haut rein, euer Oni Let's Play. Ciao, ciao.